Vor fast genau 3 Jahren wurde in diesem Saal eine neue Partei aus der Taufe gehoben. Unsere Partei, die Linke in Baden-Württemberg. Das war in der Parteiengeschichte Baden-Württembergs ein großer historischer Moment. Seither haben wir unsere Mitgliederzahl verdoppelt. Wir sind in die Kommunalparlamente eingezogen und konnten die Anzahl unserer Bundestagsmandatsträger von 3 auf 6 erhöhen. Das ist eine richtige Erfolgsgeschichte, auf die wir alle stolz sein können. Ich begrüße euch alle im Namen des Landesvorstandes sehr herzlich. Ich begrüße an allererster Stelle die Delegierten, unsere Gäste und insbesondere unsere Bundestagsabgeordneten Michael Schlecht, Karin Binder, Richard Pitterle und Uli Maurer, die schon anwesend sind. Unsere 2 fehlenden weiblichen Bundestagsabgeordneten haben ihre Ankunft angekündigt. Das ist die Heike Hensel und das ist die Annette Groth, die ich jetzt schon mal im Vorlauf auch herzlich begrüße. Ganz besonders freuen wir uns, trotz der großen Arbeitsbelastung, dass unser Bundesgeschäftsführer und langjähriger Mitstreiter in vielen sozialen Kämpfen, Werner Dreibus, bei uns ist. Werner, herzlich willkommen. Wir begrüßen natürlich wie immer die Vertreterinnen und Vertreter der Presse mit der Bitte um eine faire und aufmerksame Berichterstattung. Genossinnen und Genossen, die Linke tritt in Baden-Württemberg erstmals zu einer Landtagswahl an. Und erstmals gibt es die realistische Chance, dass eine Partei links von SPD und Grünen in den Landtag einzieht und dass Schwarz-Gelb abgewehrt wird. Diese Chance werden wir und können wir nützen. Baden-Württemberg gilt gemeinhin als ein bürgerlich-konservatives, als ein biederes Bundesland. Aber wir sind auch das Land, in dem 1907 der erste internationale Sozialistenkongress auf deutschem Boden und die von Clara Zetkin geleitete erste internationale Frauenkonferenz hier in Stuttgart stattfand. Hier bei uns in Stuttgart wurden im Dietz Verlag die Schriften von Marx und Engels verlegt und das berühmte Flugblatt gedruckt, das 1917 gegen die Inhaftierung von Karl Liebknecht mit dem Titel »Hoch Liebknecht, nieder mit dem Krieg« zum politischen Streik in Deutschland aufrief. Hier bei uns in Baden-Württemberg wurde 1982 eine 100 Kilometer lange Menschenkette von Stuttgart nach Ulm über die Alb gegen die Stationierung von Atomraketen gelegt, eine logistische, politische und emotionale Meisterleistung. Hier wurde 1984 in der Metall- und Druckindustrie der Kampf um die 35-Stunden-Woche geführt und hier steht eine Region auf gegen das Milliardengrab Stuttgart 21, eine breite demokratische Widerstandsbewegung und wir, die Linken, sind mittendrin und das ist gut so.
Baden-Württemberg darf also nicht unterschätzt werden. Es gibt eine lange demokratische und sozialistische Tradition, an die wir anknüpfen können, auf die wir aufbauen werden im Landtagswahlkampf. Auch hier im Gewerkschaftshaus, denkmalgeschützt wie der Kopfbahnhof, der berühmte Bonatzbau und 1927 fast zur gleichen Zeit fertiggestellt, befinden wir uns auf historischem Boden, an einem geschichtsträchtigen Ort mit leicht sozialistischem Flair. Auf dem ersten Kongress des Gewerkschaftsbundes Württemberg-Baden 1946 hieß es in der Grundsatzentschließung, ich zitiere, die Gewerkschaften kämpfen für die Überwindung der kapitalistischen Wirtschaft. Die Unternehmen der Grundsatzerzeugung des Bankwesens und die Großbetriebe mit monopolartigem Charakter müssen der privaten Kontrolle entzogen und vergesellschaftet werden. Auch nach 67 Jahren eine hochaktuelle Forderung. Genossinnen und Genossen, vor uns liegen zwei anstrengende Tage. Es geht um die Diskussion und um die Festlegung unserer Positionen im Landtagswahlkampf und dessen, was wir danach machen werden, zum Beispiel in der Opposition. Angela Merkel kritisierte dieser Tage auf dem CDU-Parteitag in Karlsruhe, dass die Gegner in der Atomfrage, beim Castortransport oder der Rente mit 67 immer nur dagegen seien. Wir, und damit meint sie übergreifend immer das ganze Volk, wenn Angela Merkel von wir redet, meint sie immer das ganze Volk, wir müssten doch nach vorne schauen und für etwas sein, zum Beispiel für Stuttgart 21. Frau Merkel, das ist populistische Sozialromantik. Welch absurdes Demokratieverständnis verbirgt sich hinter solch wohlfeilen Wünschen? Dagegen zu sein, ist das vornehmste Recht der Opposition in einer parlamentarischen Demokratie. Also, Genossinnen und Genossen, wir werden in den Landtag einziehen und in vielen Fragen dagegen sein. Dagegen stimmen und mit den außerparlamentarischen sozialen Bewegungen dagegen kämpfen. Gegen Rente mit 67, gegen Atomstrom, gegen weiteren Sozialabbau und allemal gegen Stuttgart 21. Natürlich sagt der Programmentwurf für unser Landtagswahlprogramm, den es zu beraten gilt, auch, wofür wir sind. Seit einem halben Jahr arbeiten und formulieren 51 Genossinnen und Genossen an diesem Programmentwurf. Dazu gibt es heute mehr als 300 Änderungsanträge, über die wir beraten müssen. Ein großer basisdemokratischer Prozess, den uns so schnell keiner nachmacht. Programmdiskussionen sind so alt wie die sozialistische Bewegung. Wir hatten uns, Christoph, gucke ich gerade an, in der Programmgruppe das Leitmotto gegeben, so anspruchsvoll wie nötig, so kurz wie möglich. Ob uns das immer geglückt ist, mögen die Delegierten entscheiden. Ich habe schmunzeln müssen, als ich in Vorbereitung unseres Parteitages die Kritik von Friedrich Engels am Entwurf des Erfurter Programms der Sozialdemokratie 1891 las. Er schreibt, ich zitiere, man, er meint die Delegierten, fürchtet, nicht deutlich genug zu sein, wenn man kurz und schlagend ist, setzt deshalb Erläuterungen hinein, die die Sache breit und schleppend machen. Nach meiner Ansicht, so Engels, hat das Programm so kurz und präzis wie möglich zu sein. Und er fährt fort, selbst wenn auch einmal ein Fremdwort oder auf den ersten Blick
nicht in seiner ganzen Tragweite zu erfassender Satz vorkommt, schadet das nicht. Der mündliche Vortrag in Versammlungen, auf Konferenzen, die schriftliche Erklärung in der Presse tut da alles Nötige und der kurze, prägnante Satz befestigt sich dann einmal verstanden im Gedächtnis der Menschen. Zitat Ende. Nun gut, so ist es uns in der Programmgruppe auch manchmal gegangen. Immerhin, ein Landtagswahlprogramm ist kein Parteiprogramm. Das Landtagswahlprogramm soll den Menschen im Lande unsere Positionen zu wichtigen, aktuellen und nach Möglichkeit landesbezogenen Fragen klären. Daran werden wir heute und morgen arbeiten. Noch viel wichtiger, Genossinnen und Genossen, als ein Landtagswahlprogramm ist die Bewegung. Was wir als Linke im Lande initiieren, unterstützen und gemeinsam mit Gewerkschaften, Umweltverbänden, mit außerparlamentarischen Organisationen in Bewegung bringen, das ist das Eigentliche, was zählt. Das ist während und nach dem Landtagswahlkampf von entscheidender Bedeutung für unseren Erfolg. Insofern halten wir es mit Karl Marx, Zitat, jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Parteiprogramme. Aber die Theorie ist der Kompass für die Praxis, das wissen wir, und deshalb wird dieser Parteitag mit Sicherheit ein gutes Fundament für unseren Erfolg am 27. März legen. Glück auf für uns alle. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe jetzt die vornehme Verpflichtung, ein Präsidium bestätigen zu lassen, was bereits vor 2 Jahren gewählt wurde und was immer noch gilt, mit einer Ausnahme. Unsere Genossin Dorothee Diem ist verhindert, heute zu kommen. Dafür schlagen wir die Sabine Rösch-Dammenmiller vor. Ich verlese jetzt noch mal für alle die Vorschläge für das Präsidium. Wir schlagen folgende Präsidiumsmitglieder vor: Heidi Scharf, Uta Spöri, mich, Sibylle Stamm, Sabine Rösch-Dammenmiller, statt Dorothee Diem, Klaus Spohn, Carsten Labuda, Emanuel Peter und Thomas Trüper. Wer dieser Auswahl seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Die Gegenstimme? Nicht der Fall. Enthaltung? Auch nicht der Fall. Dann bitte ich das Präsidium, die Arbeit aufzunehmen und hier hochzukommen.